Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu World of Warcraft Warlords of Draenor und wir leveln meinen Main-Char, die Hexe Trin, jawohl. Das tun wir aus dem Grund, weil das natürlich der Charakter ist, mit dem ich eigentlich alles mitnehmen möchte, was es so gibt in diesem Spiel. Jetzt habe ich leider nicht die Zeit, privat auch noch zu spielen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, gut, dann leveln wir halt mit ihr. Wir werden so viel mitnehmen wie möglich an Ruf und Fraktionen und was es so zu finden gibt. Und ja, keine Ahnung, mal gucken. Leider habe ich schon ein bisschen vorgespielt. Ich denke mal so ungefähr 1 Stunde 20 oder so ist jetzt hier verloren gegangen. Das habe ich nicht aufgenommen, den ganzen Anfang. Lasst mich mal zusammenfassen. Also wir sind durch das dunkle Portal marschiert, wo die Eiserne Horde durchkam. Dann haben wir da alles mehr oder weniger niedergemetzelt. Wir haben einen Damm gesprengt. Wir sind durch eine Arena gewieselt und haben dort auch alles getötet. Wir haben das dunkle Portal zerstört. Dann mussten wir leider flüchten mit einem Schiff. Sind jetzt hier im Prinzip gelandet. Ich weiß nicht, sieht man es da unten noch? Ja, guck mal. Da hat jemand das Schiff eingeparkt, so mal vor die Klippen gesetzt. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen und sollen mit Durotan sprechen. Ist das nicht übrigens auch der Papa von dem Troll? War das nicht so? Ich weiß es gar nicht. Naja, jetzt sollen wir hier mit ihm sprechen und dann würde ich sagen, los geht's. Von Wölfen und Kriegern. Die Rückkehr so vieler meiner Leute ist ein Segen und ich danke euch für euer Mitwirken bei ihrer Rettung. Kommt, reitet mit mir. Wir haben viel zu besprechen. Okay, machen wir. Lässt du mich aber erst nochmal aufs Pferd, ne? Dankeschön. So, was habt ihr hier zu quatschen? Ihr habt doch gerade irgendwas gequasselt. Aha, der hat grüne Haut. Was soll mir das jetzt sagen? Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche keine Augen, um zu wissen, dass sie edlen Herzens sind. Sie haben unseren Clan gerettet, einschließlich deines Bruders. Nun gut, Fremdlinge. Ihr habt euch das Vertrauen unseres Schamanen verdient. Wir werden eure Hilfe nicht ablehnen. Das ist wunderbar. Ich bin auch hier nur, um zu helfen. Jawohl. Das heißt, ihr macht die Arbeit und ich helfe. So sieht's aus. Aber ich glaube, den Gefallen werden die mir nicht tun. Ich muss am Ende wieder alles machen. Troll, du hängst in der Luft fest. Troll, das sieht nicht gesund aus. Okay, gucken wir mal, was er dazu meint. Loktar, Champion. Dieses Land sollte unseren Ansprüchen mehr als genügen. Ich überlasse euch die Entscheidung, wie man es am besten nutzen kann, Kommandant. Ich bin schon Kommandant. Für die Horde. Ohne euch hätte es keiner von uns an die Küste meiner Heimat geschafft. Ihr werdet unsere Streitkräfte hier auf Draenor anführen. Es soll euch obliegen, hier eine Garnison zu gründen. Ich überlasse es euch, das Banner aufzustellen und dieses Gebiet für euch zu beanspruchen. Wenn ihr bereit seid, werde ich Khadgar ein Portal öffnen lassen, um euch die nötige Verstärkung zu schicken. Platziert das Banner der Horde. Kämpft mit Ehre. Jawohl, mache ich. Aber erst versuche ich hier dieses Banner zu platzieren. So, einmal bitte Land beanspruchen. Das war ja einfach. Ich kann nur für kurze Zeit ein Portal nach Orgrimmar öffnen. Ich hoffe, es steht Verstärkung bereit. Die Besten der Besten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hat jemand einen Problemlöser bestellt? Ihr wollt einem Goblin vertrauen, euer Bauherr zu sein? Gaslow hat die Errichtung Orgrimmars beaufsichtigt. Orgrimmar, die uneinnehmbare Festung. Wurde sie nicht vor kurzem erstürmt? Ja, okay. Das eine Mal. Ja, kann ja mal passieren. Seid doch mal nicht so kleinlich. So, cool. Jetzt haben wir hier schon voll die Verstärkung bekommen. Dann wollen wir doch mal abgeben. Kommandant? Ja, ich hätte gern, was kriege ich denn hier eigentlich? Ein 200er Stab. Das ist cool. Den nehmen wir doch gleich mit.
Wunderbar. Zurück an die Arbeit. In Ordnung, Boss. Wir werden etwas Holz brauchen, wenn wir diese Garnison von Anfang an vernünftig errichten wollen. Wenn ihr ein paar Bäume zum Fällen markiert, übernehmen eure Peons den Rest. Sofort! Und ein Gronling-Problem? Das wird ein ganz schönes Stück Arbeit, euch eine Festung zu bauen, wenn hier in der Gegend Gronlinge herumtrampeln. Ich glaube kaum, dass einer von uns in der Lage ist, diese Biester zu Fall zu bringen. Also müsst ihr vermutlich selbst anlegen. Die Hand müssen wir anlegen. Ja, das werden wir tun. Jetzt können wir erstmal vielleicht die Tasche wegmachen. So, jetzt muss ich mir erstmal sortieren. So, Gutzpick, der ist natürlich auch wieder am Start. Das ist wunderbar. Dann brauche ich mal... finstere Absichten, vielleicht essen wir vorher noch irgendwas Hübsches hier, Seidenraubenpuppe, habe ich ja auch noch, pfeifen wir uns die mal schön rein. Was haben wir hier noch? Verwirbelte Nebelsuppe, verwirbelte Nebelsuppe, habe ich denn eigentlich noch Rollen? 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 Rollen habe ich auch noch, erstmal gucken. Erstmal gucken, wie es hier jetzt aussieht mit dem Schaden, ob ich Rollen brauche. So. Ich glaube, wir holen uns doch zuerst mal... Ja, den willst du jetzt, oder? Ja. Spitze. Spitze kann ich da nur sagen. Also, warte mal, wir können hier nicht fliegen. Also, wenn wir mal das Pferd nach vorne legen. Was ist mit dir da hinten? Du siehst doch so aus, als wenn du gerade noch nichts zu tun hättest. Wollen wir mal gucken, wie es hier mit dem Schaden aussieht. Oh ja, das... Okay, na gut, der war schon angepufft und da hat auch noch einer mitgeholfen. Aber hey. So, die Bäume mache ich erst zum Schluss. Die werden nämlich dann alle umfallen und dann sehe ich hier nichts mehr. Dann finde ich doch die Gronlinge nicht mehr. Alter, warum ist denn hier so viel los? Nimm mir meine ganzen Gronlinge weg. Ja, bums, da liegt er um. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich will den, ich will den, ich will den. Okay. Obwohl die anderen den jetzt angepufft haben, wenn ich es richtig gesehen habe, zählt er für mich mit? Haben sie da was geändert? Das wäre natürlich sehr nice, weil so wahnsinnig viele Gronlinge gibt es hier nämlich nicht. Das wäre sehr nett. Bin mir da jetzt nicht sicher. Normalerweise bin ich der Meinung, hätte der eben grün sein müssen. Grau. Ne, dass ich den nicht mehr gezählt bekomme. Aber, ja, okay. Ich bin verwirrt, ein bisschen. Der loot ist, ja, er lootet. Naja, gut, aber Hauptsache sie zählen, ne? Kann ich hier noch mitmachen? Ja, ist schon um, zählt trotzdem. Rennt der dahin? Moment, ich muss das mal ein bisschen... Ja, jetzt ist der Loot weg, okay. Ah, es ist aber hier aufregend. Es sieht mir fast aus, als hätten sie das geändert. Dass die jetzt für alle zählen, die da mitmachen. Okay, das finde ich gut. Finde ich gut. Trotzdem sind jetzt hier schon... Da. Da ist doch einer. Hier, der hat doch gerade nichts zu tun. Den hätte ich jetzt mal gern. Ich kann ja gar nicht testen hier, wie es mit meinem Schaden aussieht. Dass alles hier so mal so reicht oder eben nicht. Ja, du mich auch. Okay. Okay. Das geht schon mal einigermaßen. Gucken, ob ich mal... Ach ja, der ist eh gleich um. Alles klar. Chaosblitz raushauen. Da ist doch auch noch einer. Komm du mal her, mein Freund. Ja, komm mal her. Au. So, hast du davon. So, cool. Brauchen wir nur noch einen. Brauchen wir nur... Oh Gott, da ganz da hinten ist einer. Das ist aber... Ach, nehmen wir doch den hier. Komm du mal her, mein Freund. Hier. Komm zu Mutti. Ja, 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 ja. Ups. Und oben ist er. Wunderbar. Haben wir das doch schon.
Dann können wir ja jetzt hier fröhlich Bäume markieren. Perfekt. Ist gut. Ist gut. Damit wir hier mal... Ach so, da ist der Baum jetzt umgefallen. Alter. Habe ich mich jetzt verjagt? Ist mir voll auf den Kopf geknallt. Göttliche Ägäis. Ja, schick. Weil mir der Baum auf den Kopf gefallen ist. Das kann ich. Ich weiß, dass du das kannst. Alles klar. Alles klar, Mann. Ist gut. So, da drüben noch die beiden. Jetzt brauche ich hier... Hey, hör doch mal auf, mir den Baum in den Kopf zu rammen, Alter. Ja, den Baum. Alles klar. Den Baum. Der ist ja schon am Hacken hier. Das ist aber auch nicht richtig. So, cool. Haben wir das fertig. Uah, Baum fällt. Und tschüss. So, wo ist er denn? Ach, hier. Hier haben wir ihn doch. Spiel zur Verfügung. Das sollte für den Moment genug Holz sein. Die haben hier auf Draenor aber ganz schön hässliche Biester. Ja, da hast du wohl recht. In der Höhle von Skog. Also, diese Grundplage beseitigt sich nicht von allein. Ihr werdet ihnen auf hordische Art zeigen müssen, wer hier der Boss ist. Bei den vielen Gronlingen, die hier herumrennen, muss irgendwo auch ein dickes Mamagron sein. Findet ihn. Es. Sie. Oder was auch immer. Und macht es kalt. Dann verliert der Rest dieser Gronlinge vielleicht das Interesse an unserer kleinen Operation hier. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich. Ja, du kümmerst dich drum, ja. Das wäre schön, ey. Ich muss ja jetzt hier alleine los, ne? Und den dicken Mamagron. Dicken Mamagron ist hier hinten, das weiß ich ja nun schon, dank der Magierin, mit der wir ja ein bisschen hier an der Garnison gebastelt haben. Und da liegt der dicke Mamagron schon. Toll. Supi. Warten auf Respawn. Na, da kann ich euch gerade mal ein Addon zeigen, das ich mir geholt habe. Ein Tipp von dem lieben Drene. Dankeschön nochmal an der Stelle. Ich finde das super. Und zwar zeigt das hier die Schätze an in Draenor, wo man alles was finden kann. Und da ist viel geiles Zeug dabei. Auch Garnisonsressourcen sind dabei und all so ein Zeug. Das habe ich mir geholt. Deswegen ist die Karte jetzt hier ziemlich voll. Das wird auch noch zu Verwirrung führen, weil man hier ja irgendwie gar nichts mehr sieht so richtig, ne? Also wenn das später mal aufgedeckt ist und dann sind hier überall noch die Quests, Fragezeichen, Ausrufezeichen, dann sieht man hier die Handvoll lauter Bäumen nicht mehr. Aber das macht nichts. Ich krieg das schon hin, ne? Auf jeden Fall ist das Addon ziemlich cool. So. Ah, hier, da. Dann wollen wir doch mal loslegen. Mamagron, wo rennst du hin? Bleib mal fein hier. So nah brauchst du jetzt auch nicht kommen. So nah brauchst du jetzt auch nicht kommen, hör mal. Aua. Was machen die für ein Gepieke hier bei mir? Pieken ist nicht nett. Oh, nicht auf mich. Geh doch mal auf die anderen. Sind da noch so viele? Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich hau jetzt drauf hier. Kann nur schief gehen. Au! Ja, ist... Au! Lässt du mich... Also, die ist aber... Was ist das? Die ist ein bisschen sauer jetzt, ne? Ich kann doch nichts dafür. Mach's um. Also. Ich will mal looten. Jetzt habe ich wieder nicht gelootet. Irgendwer ist ja immer schneller als ich. Krieg noch nicht mal irgendwas ab. Mann. Na gut. Mamagron ist auf jeden Fall um. Dann können wir schön zurück. Ja, hier genau. Renn du hinter dem Magier daher. Hast du auch recht. Der verbisst sich auch gleich, ja. Habe ich auch gemacht. nein, nicht in den Abenteuer reinrennen. Der kann da auch nichts für. Wo kann ich helfen? So, kaum einer weiß, dass der Boden in der alten Grongrotte sich ideal für die Landwirtschaft eignet.
Nein, das weiß wahrscheinlich wirklich keiner. Errichtet eure Garnison. Zeit für die große Vorstellung. Wir haben die Materialien, wir haben das Muskelschmalz und wir haben noch ein drittes, das mit M beginnt. Dann wollen wir das Ding mal hochziehen. Ich habe einen ganzen Trupp an Assistenten oben auf der Klippe im Westen. Sie sollten mit dem Aufbau eures persönlichen Beobachterstandes jetzt eigentlich fertig sein. Geht mal rüber. Von dort aus solltet ihr unseren Fortschritt überwachen können. Machen wir. Müssen wir da hoch? Da hoch? Ein bisschen hier so durch? Hier war das, ne? Jawohl. Hier, wo sie alle rumstehen. Eure Heldentaten geben euch das Recht auf dieses Stück Frostwolfland. Von hier aus werdet ihr die Horde zum Sieg führen, Kommandant. Jawohl, da ist sie, meine kleine Base, und ich bin voll der Kommandant. Ach, und bevor ich es vergesse, gehen wir mal zum Briefkasten. Wir gehen zum Briefkasten. Ich habe meinen eigenen Briefkasten. Ach hey, alles abgelaufen, ist ja doof. So, wir kriegen nämlich zum 10. Geburtstag von WoW... ein geschmolzenes Kernhühnchen. Schon 10 Jahre ist das zu glauben. Mit diesem liebenswerten feurigen Gesellen direkt aus der Obhut des Feuerfürsten möchten wir euch für eure Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von World of Warcraft danken. Ja, das ist sehr cool. Den packen wir auf jeden Fall. Ein Rest können wir löschen. Den habe ich jetzt zwar eigentlich schon hier in meinem Inventar drinne. Ja, ja, gesammelt, genau. Kennt schon, egal. Wenn wir jetzt mal, ich muss mal hier Platz schaffen. Wir werden jetzt mal das Ding hier wegmachen. Und dann werden wir uns das geschmolzene... Wo ist ein G? G, G, G ist über M. Oh Gott, habe ich viel Zeug. Da ist er. Den werden wir uns jetzt mal hier auf das... freie Feld packen, dann werden wir ihn gleich beschwören. Ich will ihn euch ja auch zeigen. So, guckt mal da. Da ist er, der Kleine. Süß, ne? Was ich allerdings nicht so gelungen finde, ist, dass er diese gelbe Umrandung hat. Das gefällt mir nicht so gut. Das sieht irgendwie komisch aus. Sieht so, weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich meine hier, ne? Die gelbe Umrandung. Niemand hat hier irgendwie einen Rand. Keiner ist schwarz umrandet, aber er hat halt eine gelbe Umrandung. Aber ich kann euch sagen, der kann ganz komische Sachen. Der kratzt sich hinterm Ohr, das habe ich schon gesehen. Und der setzt sich auf den A... jetzt, I, guckt euch das an. Ist das nicht abartig? Ich glaube ja, der ist noch nicht entwurmt, ne? Und deswegen juckt sie ihn am Arsch. Okay, das war also unser kleiner Kernhund. Der kann jetzt mal ein bisschen bei uns bleiben. So, jetzt holen wir uns, muss mich erstmal sortieren, den Flugpunkt, ganz wichtig. Und dann gucken wir hier mal bei Gaslow. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alles unter Kontrolle und das fast ganz ohne Explosionen. Und jetzt bekommen wir unseren Ruhestein. Vielen Dank. Was wir haben. Jede Festung braucht 3 Dinge. Erstens, Peons. Findet Skigit und tragt ihm auf, unsere Peons wieder an die Arbeit zu schicken. Zweitens, Baumaterialien. Die Peons haben für euch ein Lager aufgestellt, wo in eurer Abwesenheit gewonnene Ressourcen aufbewahrt werden. Ihr solltet es euch ansehen. Und drittens, rohe Muskelkraft. Garnisonsgebäude zu errichten kann etwas dauern. Für euer erstes Gebäude können wir aber Skaggets kürzlich beförderten Chefpeon Nummer 2 anheuern, um den Bau zu beschleunigen. Findet ihn und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Okay. Ach Gott, da hat er noch was. Was wir brauchen... Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr auf dem Weg aus Tanan ein Schiff gekapert habt und damit auf Grund gelaufen seid. Wie mein Vater immer sagte, das Wrack des einen ist des anderen Goblins Werkstatt. Geht runter zur Küste westlich der Garnison und seht nach, ob ihr ein paar wiederverwertbare Materialien finden könnt. Passt besser auf. Es sollen Ogerplünderer in der Gegend unterwegs sein. Sammelt 10 Kisten. Sofort!
Sofort, alles klar. Auch das werden wir tun. Da ist auch noch was. Was ihr wollt. Es gibt noch Ogrons. Kommandant, unsere Verbündeten vom Frostwolf-Clan berichten, dass die Oger der Speerspießer westlich von hier einen Außenposten unter dem Befehl eines Ogron haben. Ich habe schon Geschichten von diesen Ogron gehört, aber noch keinen gesehen. Das sind brutale Kreaturen aus einer Zeit, die besser vergessen geblieben wäre. Die meisten wurden während der Gründung der ursprünglichen Horde getötet. Was ihnen an Weisheit mangelt, machen sie durch Gewalt, schiere Kraft und Gier wett. Ich rate euch, diese Kreatur so schnell wie möglich zu beseitigen. Okay, auch das werden wir tun. Wollte ich aber erst mal gucken. Da blinken unsere Ressourcen. So, schönen Dank auch. Die packen wir auf jeden Fall schon mal ein. Die werden wir brauchen. So, jetzt lass mich mal hier gucken. Jetzt sollen wir hier irgendwas tun. Hier, wo das gelbe Ding leuchtet. Ja. Ach, das war hier draußen. Ja, ja. Ist klar, es war hier draußen. Hier, wo sie pennen, kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, du bist müde. Ach, hier. Da ist er. Gottes Willen, ey. Hey, wie geht's euch so? Schickt die Peons wieder an die Arbeit. Bleibt gut drauf. Ey, heute noch. Also, es geht doch. Los, Jungs. Wir müssen hier meine Burg bauen. Meine Garnison, mein Wall. Mein Fort Nox. Okay. Die sind offensichtlich fleißig. Wunderbar. Sprecht mit Chef Peon Nummer 2. Das müssen wir noch machen. Sprecht mit Chef Peon Nummer 2. Wo war denn Chef Peon Nummer 2? Kann mir das gerade mal einer sagen? Oh Mann. Ach hey, da hinten? Ist das Chef Peon Nummer 2? Tatsächlich. Wie gammelt der denn rum? Moment. Müssen wir mal hier lang. Müssen wir mal hier lang und dann da raus. Und dann seht mal bitte zu, Jungs, dass ihr hier die Luken dicht macht. Da kann ja jeder reinkommen. Sowas mag ich ja gar nicht. So, Chef Peon Nummer 2. Da ist er. Da hängt er rum hier. Gethlow braucht euch. Genau, geh arbeiten, mach meine Butze zu. Wunderbar. Dann haben wir den auch. So, Gethlow, ich habe alles gemacht. Und dafür gibt's Ressourcen. Dankeschön, Dankeschön. Okay, dann lasst mal gucken. Jetzt müssen wir Grog-Toten und wir müssen Schiffsvorräte holen. Muss ich erst mal gucken. Müssen wir da in die Richtung. Richtung stimmt. Okay. Richtung stimmt, das ist gut. Dann gehen wir mal hier raus. So, und ihr baut hier fleißig weiter, ne? Wenn ich wiederkomme, möchte ich, dass das hier fertig ist. Dann soll das hier fertig sein. Ja, wäre schön, wenn es so wäre, ne? Ich weiß. Schweiß. Oh, ja. Viecher. Viecher rechts, Viecher links, überall Viecher und Gedöns. Aber ich habe ja Goodspeak dabei. Goodspeak macht alle um. Mache ich mir da überhaupt keine Sorgen hier. So, da unten sind die Schiffe. Da ist ein Räuber der Speerspießer. Den möchte ich jetzt nicht. Ja. Aha. Okay. Dann möchte ich den Räuber der Speerspießer. Doch, wir brauchen ja die Kisten. Das nutzt ja alles nichts hier. So. Hier, yeah, die große. Die bringt da mindestens. Die bringt auch nur einen Vorrat. Das ist ja doof. Da ist ein Schurke unterwegs. Soll ich dir mal helfen? Ich helfe dir mal. Dafür gibst du mir die Kiste, ne? Danke dir. Cool. So, wunderbar. Dann gehen wir doch nochmal. Alter, die schießen aber hier. Warum verfolgt mich denn der Lastenheber? Der war da eben tot. Ja, wo gibt's denn sowas? Oh. Ja, ich sag ja. Goodspeak macht es hier. Oh, guck mal, der hatte ja auch. Ah, okay. Der hatte auch Vorräte, wahrscheinlich in seinem dritten Magen. So, aber wir haben es doch jetzt schon. Haben schon fertig.
Und jetzt müssen wir noch... Nein, wir müssen nicht das Pony da unten rausholen, sondern wir müssen Grog töten. Grog töten. So. Jetzt muss ich mal gucken. War das der Turm da, wo ich mit der Magierin oben auf dem Dach Loot gefunden habe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir warten noch hier mit diesen Mobs, mit diesen extra Mobs, will ich sie jetzt mal nennen, werden wir noch warten, bis wir Unterstützung von der Garnison bekommen. Das ist mir ein bisschen sicherer. Ich habe ja jetzt keine Lust, gleich in der ersten Aufnahme zu sterben. Ja, das war der Turm. Wunderbar. Da oben sind Ressourcen, die werden wir uns auf jeden Fall holen. Und das, was ich halt mit der Magierin hier zufällig entdeckt habe, zeigt dieses Addon hier an. Und das finde ich unheimlich cool, weil wir können alles gebrauchen an Ressourcen, was wir kriegen können. Jawohl. Schönen Dank auch. So, können wir hier schon wieder abholen. Abhauen. Und dann holen wir uns Grog, der da unten, nichts ahnend, irgendwo in seiner Höhle schlummert. Der wird jetzt gleich ganz furchtbar das Zeitliche segnen, hoffe ich zumindest. So. Bis jetzt läuft es ja hier ganz stabil. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass das hier klappt einigermaßen mit der Aufnahme und auch mit dem Spiel. Bis jetzt keine größeren Probleme. Im Gegensatz zu gestern, da hatte ich noch ordentlich Probleme. Dann hat es geleckt wie Sau, dann das Spiel ist abgestürzt. Und ach, weiß Tod und Teufel. Dann wollte ich meine Quest abgeben, aber der Questabgeber war nicht da. So, da unten ist der gute Grog, hoffe ich doch. Den holen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Und bis dahin, eure Trin.